So, dann mal schnell nach Hause, wollte ich fast sagen. Nach Neusorpigal. Quest abgeben und ich sehe gerade, wir haben doch wieder ein wenig Gold. Die Schatzkammer hatte das echt in sich. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall den NPC einsacken. Und unsere Rüstung reparieren und Expertenregeln kaufen und. Edel? Hallo? Hallo? Sie kann gar nichts. Sie ist einfach nur edel. Betrüger? Was macht ein Betrüger? Hallo? Wie geht's? Handelsfähigkeiten für jeden Charakter um 8 Punkte erhöht. Ruf um eine ganze Kategorie gesenkt. Die haben. Forscher, Trapper. Forscher? Hallo? Wie geht's? Alle Reisen dauern einen Tag weniger. Nein. Trapper, Bürger. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt genau den gleichen finden, ist ein bisschen gering, denn die NPCs sind immer neu gewürfelt quasi. Ratgeber. Schriftgelehrter Lehrer. Was macht denn ein Ratgeber? Diplomatie. Ja, nee. Komm. Rüstung könnten wir noch kurz verkaufen. Geschlossen. Nee. Könnten wir verkaufen, wenn es nicht spät abends wäre. Die Waffen bitte nicht anfassen. So, reparieren. Da verkneift er sogar die Augen, weil er so teuer ist. Und er ist doch eigentlich selber können sollte. Kommt schon noch, Gerogon. Keine Sorge. Also, raus. Gleich nach Hause. Baust du ein Pferd? Jo. So. Sieh dich ruhig um. Wichtigste zuerst. Vielen Dank. Dann ins Rathaus, das wahrscheinlich wieder geschlossen hat. Weil die erst gegen 10, 11 aufmachen. Windmeister. Das wäre allerdings sehr interessant. Mit dem kann man fliegen. Das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Ich brauche deine Hilfe. Du? Schatz? Schattengilde? Nein. Böser Kult. Gute Arbeit. Hier ist dein Gold. 5000. Sehr schön. Ich kann dir nicht genug dafür danken, dass du den Tempel zerstört hast. Was? Also ja, ich habe den Tempel eigentlich zerstört, aber war nicht der Auftrag eigentlich nur dahin zu gehen und das Geläut der Harmonie zu holen? Wahrscheinlich war ihr klar, dass die das nicht besonders toll finden und uns alle angreifen und töten wollen, ne? Du bist ganz schön gerissen. So, aber jetzt haben wir hier nichts mehr zu holen. Wir könnten einen Gifthydra erlegen in diesem Monat und dafür 5500 Goldmünzen bekommen. Nein, ich denke nicht. So, du hast einen besseren Dolch inzwischen. Wir haben echt nicht besonders viele Reagenzien, aber das ist okay. Den Gong können wir hier nicht verkaufen. Ja. Ich denke, das war's schon wieder hier drüben. Baust du ein Pferd in die Pferde? Ab nach Hause. Zaubermeister. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Für alle Charaktere 4 Punkte Bonus auf alle Zauberspruchfähigkeiten. Verlangt von allem Gold, das du findest, 20%. Das hab ich. Aber auch mächtig. Also momentan haben wir keine Goldprobleme. Aber wie wir das kennen, passiert das immer wieder, dass wir Goldprobleme haben. Und sie wird das Ganze nicht unbedingt einfacher machen. Allerdings geht dadurch alles wesentlich einfacher. Und wir kommen dadurch wieder schneller an Gold. Also ich glaube, ich gönne mir das mal. So. Reparieren-Experte konnten wir hier nicht werden. Das heißt, wir knüpfen uns diese Dragonerhöhlen jetzt vor. Und danach reisen wir um die Welt, holen uns die Experten und Meisterringe, die wir brauchen. Und machen halt so weiter, wie sich das gehört. Und ich hoffe, hier waren die Dragoner und nicht die Diebe. Das sieht aus wie Diebe. Das andere hatte so ein Flügeldingens. Hier ist noch alles ruhig. Okay, du mach mal Auge, du mach mal Licht. Du kannst schon mal segnen, aber den Rest lassen wir. Ja, hier ist alles ruhig. Okay, raus, raus. Und Dragoner.
Das sah ganz schön happig aus da drin. Vielleicht sollten wir Dragona doch erstmal lassen und jetzt doch ins nächste Gebiet gehen. Wo ging es nach da oben? Da oben war Bootleg Bay. Ich glaube, das wäre eher unsere Kragenweite. Also ich wollte nicht ganz gezielt in gewisse Gebiete gehen, weil es dann zu einfach wäre. Aber ich denke mal, der Schritt jetzt dahin ist einigermaßen sinnvoll. Also Schmugglebucht. Auge. Okay. Und da ist Gegnergruppe 2, die nicht gerade politisch korrekt ist. Aber wir müssen erstmal vor denen weglaufen. Da kommen die nächsten. Aber die gehen vom Töten her. Also, was den Schwierigkeitsgrad angeht. So, stimmt. Ja, das ist doch besser als irgendwelche Dragoner in riesen Plattenpanzern. Die halten nicht viel aus. Dafür sind es einfach viele. Und wir hinterlassen eine Spur von Leichen. Oh, und das Ganze machen wir neben einem Zirkus. Auch sehr unpassend. Also Kannibalen, die stürmenderweise hinter einer Vierer-Heldentruppe herlaufen, die rückwärts laufen, zaubern und alle nach einem umbringen. Ich weiß nicht, was schräger ist, wir oder der Zirkus. So, einsacken. Das ganze schöne Gold, was flöten geht. Obwohl Begleiter nehmen nur 3. 13 Gold, Begleiter nehmen 2, das ist ein Sechstel. Das geht, das ist vollkommen okay. So, Zauber sind gleich alle, aber das passt auch, denn wir haben gleich keine Gegner mehr. Zing, zing und ein neues Rätsel. Kiste. Wunden heilen kann weg. So, wir hätten hier einen Dungeon. Halle des Feuerlords. Nö. Wir wollen uns hier erstmal nur umgucken, damit wir etwas Abwechslung haben. Bei dem Burg Ironfist haben wir uns doch einigermaßen lange jetzt schon aufgehalten. Und gerade im Tempel von Bar. Da sind jetzt Kannibalen doch eine interessante Abwechslung. Genau hier. Oh, stimmt, wir haben noch keinen Segen. Lay, darfst du mal? Jo. Heldentum hinterher. Zing. Ja komm, ihr seid nur Ex-Menschen, ihr könnt gar nichts. Zischel, zischel. Da hinten ist ja eine größere Gruppe. Größere Gruppe, ne? Immer Kisten. Also gucken wir uns das mal an. Oh, das sind echt viele. Aber. Also ein paar von denen können zaubern. Um nicht zu sagen, fast alle. Aber ich denke, die Medizinmänner sind die Hauptverursacher. Ja genau, männliche Medizinmänner und weibliche. Das werden die Zauberer sein. Alle weg. Du heil mal ganz kurz. Sie. Oh, oh, oh. Lay sieht nicht gut aus. Komm schon. Lay, genau. Heilen. Ah, das... sehr positiv zu vermerken, dass wir es auch schaffen, ohne wegzulaufen. Weil das Rückwärtslaufen hat halt immer so einen leichten Nachgeschmack. Auch wenn es bei 6 und 7 wirklich zum Spielprinzip dazu gehört. So, alle tot? Nee, du. Jetzt alle tot. Gold, 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 Gold. Gold? Gold.
Knochen. Helden, die wir sind, nehmen wir die Knochen erstmal mit. Oh, eine Kiste. Und zwei Nahrung. Ich frag mich, was da in dem Topf ist. Vor allem, da es ja Kannibalen sind und so. Aber gut. Wir haben die Nahrung jetzt bei uns im Inventar, ob wir wollen oder nicht. Oh. Nicht genug Gold. Nicht genug Gold? Was zum... Okay. Ah. Also Myrum sollte doch ihre Schlösser knacken. Disarm-Fähigkeit da wieder ein wenig steigern. Wenn wir jetzt schon wieder Kisten haben, die sie nicht entschärfen kann. Hier, schlafen. Eisball schmeißen. Und länger schlafen. So. Du. Auge. Okay. So, also wir hatten da hinten einen Zirkus. Wir hatten die Halle des Feuerlords. Und hier scheinen wir ein Dorf zu haben. Sehr schön. Was gibt's denn hier Schönes an NPCs? Ja, Experte des sechsten Sinns. Achso, sechster Sinn ist das gar nicht. Du brauchst das andere. Schön, dass du da bist. Experte in Kettenrüstung. Kannst du auch noch nicht. Willst du etwas kaufen? Waffen können weg. Speere sollte ich erstmal identifizieren. Du, dahin, du. Ein D9. Aha. Ein D9, wir sind alles die gleichen. So. Willst du etwas kaufen? Weg, weg. Hämmer wollen wir nicht, nö. Taverne, nee. Obwohl, es könnte jemand da sein, der einen Auftrag für uns hat. Haben wir euch nicht vor kurzem umgebracht? Goblin Pack. Ah. Komische Stadt. Vorübergehend 20 Stärke. Okay. Aha, Ausbildung. Zwei Stufen sogar. Sehr schön. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Also du brauchst reparieren, einfach nur Expertenrang. Das müsste dann hoffentlich reichen. Bogen, bist du jetzt Experte? Und könntest eventuell schon Meister werden? Ich bin mir nicht sicher, ob es im sechsten Teil 7 Level braucht oder 10. Und die anderen 6 Punkte kommen auf. Du bräuchtest eigentlich echt mal Kondition, aber das finden wir halt nicht. Dann nimm doch mal ein Schild. Du brauchst Wasser. Falle. Fallen zu entschärfen. Ja. Das muss hoch. Und Kette muss hoch. Bei dir. Vorher bist du schon ziemlich hoch. Das können wir ruhig weiter steigern. Aber ich denke, Meditation ist eher wichtig, damit sie mehr zaubern kann. Hm? An Bogen hätte ich eigentlich doch ganz gerne auf Experte mindestens mit ihr. Das zweimal steigern wären 5 plus 6 und 11 Punkte. Für 11 Punkte könnten wir das. 2 plus 3 plus 4 sind 9. Können wir das auf Experte bringen? Ja doch, komm. So, das wird uns später helfen. Wenn wir dann mal keinen Mana mehr haben. Und die 4 Punkte bewahren wir auf. So, du, Meditation, dass du Experte werden kannst. Ja, und die müsstest du eigentlich auch recht schnell hochbekommen. Kette. Fähigkeit wird zur Rüstungsklasse addiert. Experte, Erholungseinbuße reduziert. Nee, komm, du musst spirituell hochbekommen, damit du wieder überleben kannst. Raus. So, da haben wir Kinkelitzchen. Was du siehst, ist alles, was ich habe. Ach du gute Güte. Er hat eine sehr interessante Stimme gehabt. Spezialitäten, ein magischer Trank. Geschick, Glück. Hält sich so in Grenzen. Danke, komm bald wieder. Rüstung. Wie geht's? Haben wir schon sowas Tolles, ne? Plus 18. Bis dann. Plus 18. Also ich. Plus 12. Nie. Wie geht's? Du könntest dir das da mal gönnen. Bis demnächst.